Kurz vor Beginn der Fußball-Europameisterschaft findet in Bregenz ein ganz besonderes Fußballspiel statt. Ja, also am 24. Mai findet hier im Casino-Stadion der Cashburn Legenden Cup statt, wo Österreichs Legenden gegen Deutschlands Legenden eben aufeinandertreffen werden. Es sind wohlklingende Namen dabei, auf der Seite der Deutschen zum Beispiel Paul Breitner, Hansi Müller, Klaus Augenthaler, Karl-Heinz Riedle, Ludwig Högl, Manni Kaltz, also wirklich alles, was Rang und Namen hat. Und auch die Österreicher bieten hier Parole mit einem Andi Herzog, einem Toni Polster, einem Herbert Prohaska, Peter Schöttl, Peter Stöger. Also ja, es ist alle, ich sage mal, in den letzten Jahrzehnten guten Fußballer treffen da aufeinander. Und ich denke mal, dass es gerade im Hinblick auf die Europameisterschaft, wo ja Österreich-Deutschland noch einmal in der Gruppenphase auch gegeneinander spielt, irgendwo ein Duell mit Brisanz, wo durchaus auch Länderspielstimmung hier in Bregenz herrschen kann dann. Die Idee ist einfach irgendwie so mir gekommen, weil ich sag, mit dem Herbert Prohaska wirklich einen sehr engen Kontakt habe. Er mir gesagt hat, dass er eigentlich nie wirklich in Vorarlberg Fußball gespielt hat. Und dann ist mir gekommen, die ganzen älteren Spieler, die waren früher eigentlich nicht wirklich in Vorarlberg so präsent. Ja, wo man sagt, die hat man gesehen, die hat man mal auf die Füße schauen können. So wie jetzt halt Alltag in der Bundesliga spielt und die ganzen Bundesliga-Kicker auch in Vorarlberg einfach spielen, ist die Generation eigentlich damals, Prohaska und so weiter, eigentlich nicht wirklich so präsent gewesen. Da haben wir gedacht, das wäre doch super, dass wir es da mal herbringen und dann auch gerade halt nochmal gegen Deutschland und ich sag diese, dass man da richtiges Länderspielstimmung hier irgendwo aufkommen lässt auch. Bregenz hat sich nicht zuletzt aufgrund der geografischen Lage als Austragungsort für dieses einzigartige Spiel angeboten. Bregenz für mich einfach eine wirklich wunderschöne Stadt, auch ganz Vorarlberg, einfach ein traumhaftes Land, liegt auch für dieses Event hervorragend. Deutschland ist 5 Kilometer weiter weg. Ich denke einfach, dass das alles irgendwie wunderbar zusammenpasst. Es ist ja auch nachher noch eine VIP-Gala am Vorplatz vom Festspielhaus. Gleich neben dem Stadion, die Spieler wohnen in dem Hotel Mercure, sind dort untergebracht. Das ist alles so auf einem Fleck, wo niemand jetzt groß herumfahren muss, wo auch wirklich Gemütlichkeit dann auch entstehen kann. Es steht in Wahrheit schon der Spaß auch im Vordergrund bei der ganzen Sache. Abschließend wollten wir dann auch noch wissen, wie denn Jürgen Kautz die Chancen der österreichischen Nationalmannschaft bei der EM einschätzt und wen er als Favoriten auf den Titel sieht. Ja, also Österreich, das ist so eine Sache. Ich sage, normalerweise kommen wir nicht ins Viertelfinale. Aber ich glaube, dass wir da wirklich mit einer Dynamik und mit Teamspirit und mit einer Motivation extrem viel möglich ist. Und ich glaube, so kleine Erfolgserlebnisse, gerade im ersten Spiel, die ersten Viertelstunde, es hängt von so vielen Kleinigkeiten ab, man macht gute Aktionen, auf einmal läuft es und man gewinnt und man steigert sich dann wirklich in eine Euphorie hinein, es ist alles möglich eben. Ja. Trotzdem sicherlich nicht leicht ins Viertelfinale zu kommen. Ja. Richtung Europameister glaube ich, dass Deutschland wirklich gute Karten hat, aber ich glaube, es sagt eher auch ein jeder Experte oder Anführungszeichen Experte, die Dichte an der Spitze ist schon relativ groß mittlerweile.